Städte zu zerstören wie eine Stadt. Wir spielen nämlich ein Spiel namens City Smash, was quasi dafür gemacht ist, um eine Stadt zu zerstören. Denn der Name sagt schon alles. City Smash. Schaut doch unten kostenlos abonnieren, dass ihr nie kommt. Täglich Videos um 16, 18 und 20 Uhr hoch. Und alle sind kostenlos, also lohnt es sich auf jeden Fall. Und lass uns das Spiel spielen. Und zwar, wir können hier bestimmte Gegenstände verwenden und die können Schaden machen. Ich meine, ich bin Linkshänder, ich fange am besten links an. Man fängt meistens links an, okay? Also lass uns mal dieses Ding verwenden. Ich weiß nicht, was... Oh... Okay. Es ist ein schwarzes Loch. Warte mal, ich spawne mal oben eins. Ach so. Oh mein Gott. Es ist ein schwarzes Loch. Es ist einfach ein schwarzes Loch. Was zum Teufel? Und es saugt alles ein. Ich meine, das schwarze Loch macht auf jeden Fall das, was es tun soll. Das steht fest. Also, respektiere ich auf jeden Fall. Also, das war schon ziemlich heftig auf jeden Fall. So ein schwarzes Loch ist echt nicht etwas, was man in seiner Nähe haben will. Aber lass uns weitergehen hierhin. Und das ist... Was ist das genau? Eine Rakete? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das wird nicht so stark sein, oder? Ich tippe einfach mal da... Oh, okay, ich sehe schon. Oh mein Gott, okay. Okay, ich sehe schon, ich sehe schon. Ich sehe, was die Rakete macht. Ich meine, sie ist besser als erwartet. Achso, ich kann sogar... Ah, okay, ich kann sogar so eine Linie hier ziehen. Und da kann ich bestimmen, wohin sie hingehen soll. Das ist cool. Das ist ziemlich episch auf jeden Fall. Das Ding ist, ich habe nicht mehr allzu viel von der Stadt übrig. Deswegen sollten wir es resetten. Oh, wir können sogar eine Stadt hier auswählen. Ich meine, die ist momentan ziemlich gut auf jeden Fall, die Linke. Das sind Autos. Fühlt sich ziemlich lebendig an. Ohne Atombombe kann ich wieder... Ich drück einfach mal. Und? Ich meine, Atombombe ist ziemlich... Oh mein Gott. Ich meine, das tut eine Atombombe. Ich wollte kurz erwähnen, genau das macht eine Atombombe. Das ist wirklich crazy. Atombomben sind ziemlich OP. Deswegen, nicht nur das, sondern die radioaktive Strahlung, die danach noch in der Luft ist. Man kann einfach nicht in der Nähe einer Atombombe leben. Kann ich irgendwie... Oh, ich habe aus Versehen noch eine Atombombe geworfen. Ja, ich verspreche, das war aus Versehen, wirklich. Oh mein Gott. Das ist gerade geschehen. Das ist gerade geschehen. Ich werde es nochmal resetten, auf jeden Fall. Sonst wird gleich alles zerstört sein. Und, oh, wir müssen... Ich akzeptiere mal. Ja, ich habe die Werbung hier nicht weggekauft, deswegen kommt hier halt Werbung. Aber lass uns mal die nächste Waffe austesten und... Oh mein... Das ist episch. Ach du Kacke. Das sieht aus wie ein Laser, der irgendwie vom Universum auf die Erde geschossen wird. Von Aliens oder so. Was zum Teufel? Oh mein Gott, wir zerstören das alles. Das ist so crazy, ne? Das ist einfach so crazy gerade. Okay, ich resette mal lieber. Okay, ich gehe mal diesmal in die... Oh, sieht aber auch ziemlich geil aus. Ich meine, nicht so geil wie das andere, finde ich. Bisschen dunkel, aber... Hey, vielleicht können wir es ja ein bisschen erhellen mit einem Blitz. Oh, okay. Genau das tun auf jeden Fall Blitze. Das ist anscheinend... Ja, ist klar. Okay, genau das zum Blitz. Jetzt wissen wir es alle. Was zum Teufel? Okay, das ist gerade absolut crazy. So, ich meine, ich will nicht von einem Blitz getroffen werden, aber wenn ein Blitz sowas tut, dann will ich zu 100%ig nicht von einem Blitz getroffen werden. Gehen wir mal hierher. Okay, wir haben noch einige Waffen. Lass mal sehen, wie weit wir... Oh mein Gott, what the... Was zum... Okay... Das sind mehr als gedacht, ehrlich gesagt. Okay, gehen wir weiter zum UFO. Was kann das UFO? Ich meine, es ist ein UFO, es kann alles mögliche. Wahrscheinlich Laser, oder? Ja. Oh. Das Ding ist, ich muss das UFO einfach mal in der Stadt sehen, damit ich weiß, was es genau tut. Ansonsten habe ich keine Ahnung, okay? Na gut, dann... Ja, das UFO will ich ja nochmal testen, genau. Ich will nämlich sehen, was es in der Stadt machen kann. Ehrlich gesagt, die Stadt ist die beste, muss ich ganz ehrlich sagen, bis jetzt. Also ich muss sagen, das UFO ist Mittel. Ich meine, es stört nicht alles. Die Atombombe war auf jeden Fall crazier. Oh, ein Erdbeben. Lass mal testen. Okay. Das Klasse ist, ein Erdbeben erwischt alles. Aber es geht nicht alles hundertprozentig kaputt. Okay, also, ich finde Erdbeben okay auf jeden Fall. Ich finde es okay. Ich finde es auf jeden Fall okay. Dann gehen wir zurück in die Stadt und gehen mal jetzt... Jetzt haben wir Erdbeben ausgetestet, ne? Dann geht es jetzt zum Tornado. Ich meine Tornado. Ich habe noch nie einen Tornado... Habe ich schon mal... Ich glaube, ich habe einen kleinen Tornado mal gesehen, aber es war kein großer. Also, das war eher so eine Windböe. Also, nicht so einer. So ein Tornado ist ziemlich crazy. Und ja, ich weiß nicht, ob... Ich meine, die Häuser sind momentan eigentlich tornadosicher, aber es gibt Tornados, da kannst du die nicht gegen Tornados sicher machen. Oh mein Gott. Warte mal. Ich dachte gerade, wenn ich ein iPad bewege, dann kann ich den Tornado steuern. Aber nein, das ist nicht der Fall. Okay, das war schon ziemlich episch auf jeden Fall. Wisst ihr was? Wir können ja mal hier hingehen. Das ist nämlich auch eine Stadt. Dafür muss ich mal Werbung schauen. Okay, dann lass uns weitergehen. Hier zum Vulkan. Ist das ein Vulkan? Oh mein Gott. Oh, ein Vulkan kommt hinten raus. Was zum Teufel? Und jetzt explodiert er, oder? Ja, er explodiert. Boah, also ich meine, es gibt einige Leute auf Inseln, die leben neben Vulkan. Es kann immer passieren, dass sie explodieren. Ich muss aber sagen, das war schon relativ enttäuschend auf jeden Fall. Aber das Ding ist, ich gewöhne mich immer an diese anderen Waffen, die ziemlich krass sind. Deswegen war der jetzt nicht schlecht. Wäre das die erste Waffe, würde ich wahrscheinlich sagen, wow. Aber ich habe halt zu krasse Sachen gesehen in meinem Leben. Wasser. Wasser. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, Wasser nimmt alles mit, oder? Ja, oh mein Gott, eine verdammte Welle. Wasser nimmt alles mit. Das ist crazy. Der Nachteil Wasser ist, dass es keine Explosion hat. Hätte Wasser eine Explosion, würde ich ihm mehr Punkte geben. Aber wir resetten. Ehrlich gesagt, das finde ich ziemlich cool hier, diese Gegend. Okay, das haben wir jetzt getestet. Wasser ebenfalls. Jetzt Bomber. Ein Bomber. Ich probiere es mal. Er fliegt. Okay, ist ein Atombombe mit dir fallen lässt oder was genau ist das? Es sind mehrere Bomben einfach, aber keine Atombomben. Das war relativ enttäuschend auf jeden Fall. Ich meine, er hat nicht allzu viel Schaden gemacht, das steht fest. Lass mal hier hingehen. Ich meine, das ist ein... Oh, 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 ich sehe schon. Dann machen wir so. Oh. Endlich mal Explosion. Also, da muss ich sagen, das ist schon crazy. Kann ich auch hier? Oh mein Gott. Okay, die komplette Stadt ist zerstört. Das war einer der coolsten Sachen. Ich meine, einer der stärksten Sachen. Das Ding ist, ich warte innerlich noch so ein bisschen drauf, dass wir irgendwas finden, was mich so komplett schockt. Okay, so komplett schockt. So, wo ich mir denke, so, what the hell? Okay, was ist das überhaupt? Ist das eine Bombe oder... Ich mach's mal eher in die Mitte. Wieso eigentlich im Außen? Okay, das funktioniert gerade irgendwie nicht. Oh. Oh. Da ist ein Knopf. Ich werde mal drücken. Ich glaube, wir können Bomben platzieren, ne? Genau, wir platzieren Bomben überall. Oh mein Gott. Und dann können wir sie oben zünden. Das ist absolut phänomenal. Das gefällt mir sehr gut auf jeden Fall. Weiter so, weiter so, weiter so. So, dann machen wir das mal. Das ist perfekto, genau. Und jetzt zünden wir einfach alles. Aber das explodiert nicht alles gleichzeitig, was so ein bisschen schade ist, weil wenn es gleichzeitig explodieren würde, wäre es noch geil auf jeden Fall. Aber das ist leider hier nicht der Fall gewesen. Ich meine, es hat die ganze Stadt zerstört, also ich werde mich nicht beschweren. Definitiv nicht, also resetten wir einfach mal und schauen erstmal Werbung. Na gut, scrollen wir weiter nach rechts, dann haben wir Bombe ausgetestet, jetzt haben wir einen fetten Oktopus. Was soll das? Okay, ich sehe schon, was schief gehen kann. Ich sehe schon, was schief gehen kann. Er bewegt seine Tentakeln. Und zerstört quasi alles Mögliche. So viel zum Thema Aliens existieren nicht. Das ist auf jeden Fall eine Lüge. Okay, machen wir weiter und zwar mit Godzilla. Ist es Godzilla? Oder was genau ist das? Ich habe auf jeden Fall Schritte. Das heißt, es könnte Godzilla sein auf jeden Fall. Okay. Godzilla bist du. Ich habe das Gefühl, er wird sich jetzt umsehen und jetzt... Yep. Das wird er tun. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er geht einfach weg. Er geht einfach so weg, so als wäre nie was gewesen. Alles klar, vielen Dank, dass du da warst. Ich weiß es sehr zu schätzen. Wisst ihr was, ich werde die Stadt mal nicht erneuern. Ich werde ein Magnet. Oh, kann ich gedrückt halten? Oh mein Gott, ich kann gedrückt halten, okay. Ah. Oh, der Magnet ist cool. Der Magnet ist richtig geil. Oh mein Gott, ich feiere den Magneten. Mega, der ist mega befriedigend. Warte, ich mach's nochmal. Okay, nochmal, der Magnet. Warte, oh, der Magnet ist weg, kacke. Gib mir den Magneten, wo bist du? Da bist du, ja, okay. So. Oh mein Gott. Zieh das mal rein. Oh, das ist so crazy. Der Magnet ist eine meiner Lieblingswaffen, ehrlich gesagt. Der Magnet ist ziemlich OP. Okay, oh, ich dachte, das hat keine Werbung. Ich wollte das Spiel halt loben. Okay, weiter geht's. Jetzt machen wir das hier. Was auch immer das ist, ich bin mir nicht genau sicher, aber wir testen es mal. Oh, ein schwarzes Loch. Und das tut was genau? Es tut... Oh, 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 oh. Es ist ein Portal. Es ist ein Portal. Oh mein Gott, ich weiß nicht genau, was die Waffe war, aber sie war auf jeden Fall episch. So gehen wir nochmal in die Stadt, in die normale Stadt. Das war schon ziemlich cool. Vor allem, weil das so der Wow-Effekt war, weil am Anfang nichts passiert ist und dann ist was passiert. Was ist das hier? Ah, hat einfach nur Raketen. Raketen feiere ich nicht so sehr. Nee. Ich weiß nicht, was es genau ist. Es sieht so aus, als würde es Minen abschießen oder so. Ich muss sagen, es war okay. Feuerwerk. Passt ja, weil dann wäre Silvester. Das ist ziemlich lame auf jeden Fall. Ich kann ganz viele abschießen. Dann wäre vernünftiges Feuerwerk, aber... Das war nicht so super, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, wenn wir so ein Feuerwerk dieses Jahr haben werden, dann bin ich ziemlich enttäuscht. Also, ja. Wind. Wind kann stark sein, aber es kann normalerweise keine Häuser... Oh. Außer dieser Wind. Der könnte das schon. Oh mein Gott. Das ist crazy. Okay, das war ziemlich cool auf jeden Fall. Das war ziemlich cool. Aber erstmal muss ich Werbung schauen. Weiter geht's, weiter geht's. Wir haben noch drei Waffen. Einmal ein Bomber. Okay. Oh. Das sieht ziemlich cool aus sogar. Damn, kommt er immer von rechts? Ja, er kommt immer von rechts. Ist ziemlich cool, aber jetzt nicht so, dass ich sage, damn. Aber jetzt kommen wir zu den letzten zwei Sachen. Die könnten wortwörtlich die besten sein. Erstmal, oh. Was ist das? Oh. Oh. Oh, 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 okay. Das war... Warte, ich will kurz das mal bei der Map testen. Weil diese Waffe war echt so extrem OP. Und? Was zum Teufel? Wow, das sieht so cool aus, ne? Das sieht so cool aus. Okay, dann haben wir jetzt die letzte Waffe hier. Die letzte Waffe für heute und für das Spiel. Ich glaube nicht, dass es mehr Waffen gibt, oder? Ich glaube nicht. Sowas hier. Oh, das war eindeutig. Das war klar, dass sowas passieren wird. Was tust du jetzt? Schießt du Laser ab? Ah, okay. Er kam so episch aus der Erde und dann ist er einfach verschwunden. Das war lame, auf jeden Fall. Aber na gut, das war's für das Spiel. Ziemlich cool auf jeden Fall. Ich meine, ziemlich coole, voll viele Waffen, was ziemlich episch ist. Also, für mehr solche Videos, lasst einfach oben da abonnieren kostenlos. Aktiviert die Glocke, falls du abonniert hast. Und ich sehe uns im nächsten Video wieder. Bye.